Hallo liebe YouTube-Gemeinde, liebe Fans von Beyond Maracanã. Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind zurzeit hier auf der Recherchereise in Brasilien und sammeln schon mal Eindrücke, Geschichten, Kontakte für unsere Dokumentation, die wir im Sommer starten möchten während der WM hier in Brasilien. Ich bin Martin Bonzio, ich mache Regie bei diesem Projekt. Ich bin Jonas Hieronymus und verantwortlich für die Kamera und produziere den ganzen Spaß. Zusammen mit Sabine Volkmann, die im Moment zu Hause in Deutschland die Stellung hält. Wir finden, es gibt zu wenig Geschichten von den Menschen hier in Brasilien und zu viele Vorurteile, zu viele Stereotypen. Deswegen werden wir euch nicht die Statue Christus zeigen, werden euch nicht den Zuckerhut zeigen. Wir werden euch Strände zeigen, weil Strände gehört wirklich zum Lebensgefühl der Brasilianer dazu, das ist klar. Wir zeigen euch Projekte wie Zico Days, die sich damit beschäftigen, Favela-Kindern den Zugang zu Sportstätten zu ermöglichen, zu Fußballstätten, regelmäßiges Fußballtraining zu bekommen. Ja, und ganz generell wollen wir einfach zeigen, dass es was so möglich ist, mit ein bisschen sozialem Engagement und irgendwie Freude an der Sache, sowohl hier in Brasilien als auch bei uns in Deutschland, was sich damit alles bewirken lässt, und möchten da eine Plattform auf die Beine stellen, um euch daran teilhaben zu lassen. Wir werden 20 Wochen lang bis zur WM jede Woche einmal ein Video, mindestens ein Video hochladen und euch kleine Geschichten zeigen, die wir hier gefunden haben in Brasilien. Das wäre der Einstieg für unseren wunderbaren YouTube-Kanal. Wir können euch großartige Bilder versprechen, tolle Geschichten über soziale Projekte hier in Brasilien, Fußballprojekte, Trommelprojekte, Capoeira-Projekte, Umweltprojekte. All das werden wir besuchen in den nächsten Tagen und werden wir wieder besuchen während der WM. Dafür brauchen wir aber eure Hilfe. Deswegen kommentiert und liked und shared dieses Video, damit wir unseren YouTube-Kanal voll bekommen. Genau. Ja. An dieser Stelle würde ich sagen, habe ich wieder zu viel geredet. Ups, jetzt habe ich das Mikro angefasst, Entschuldigung. An dieser Stelle habe ich zu viel geredet und ich überlasse Jonas das Endwort. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf dieser Reise begleitet. Wir werden sicher auch im Laufe der Zeit auf unserer eigenen Seite www.beyondmaracanã.com das ein oder andere Tool entwickeln, sodass wir euch auch einbinden können, dass ihr uns eure Beiträge schicken könnt, sodass wir das ganze Projekt gemeinsam gestalten können. Ja, und da freuen wir uns drauf. Wir haben auch hier in Brasilien, werden wir Kameras in den Projekten lassen, sodass es wirklich ein gemeinschaftliches Projekt wird von Brasilianern, von Deutschen, und sodass wir diesen Fußball und dieses große Event einfach nutzen können, um da gemeinsam was Tolles auf die Beine zu stellen. Wir sagen ciao. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ade mais. Und muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Isso é um legado do Zico, é uma coisa que ele gosta de fazer, que é usar o futebol, o esporte, como educação, como cidadania. O Brasil sempre foi um país com uma parte de analfabetismo, uma violência, coisas ruins muito grande. Então, com o nome do Zico, com o esporte, a gente tenta fazer o melhor nosso pelo nosso país, pela nossa cidade, usando o que a gente sabe, que é o que a gente gosta de fazer, que é o futebol.